Polizeihauptkommissar Berthold Schulz, wir sind hier in der alten Kölner Straße. Hier gab es einen Verkehrsunfall. Was ist passiert? Gegen 14.30 Uhr sind ein 32-jähriger Radfahrer und ein 38-jähriger Motorradfahrer die alte Kölner Straße von Grängeln Richtung Altenrad gefahren. Hier an der Unfallstelle sind sie aus bisher ungeklärter Ursache kollidiert und es ist ein entsprechend großes Trümmerfeld entstanden. Beide Personen wurden schwer verletzt bei diesem Verkehrsunfall. Der Radfahrer ist trotz Reanimation des Notarztes hier vor Ort verstorben. Und der 38-jährige Radfahrer ist mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht worden. Das heißt, der Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz, um einen Verletzten zu transportieren? Nein, der Notarzt des Rettungshubschraubers hat hier vor Ort den Radfahrer, der später verstorben ist, ärztlich versorgt. Suchen Sie Zeugen? Also gab es Zeugen des Unfalls? Wir haben nur bisher eine Zeugin ermitteln können, die nur gesehen hat, wie die beiden Verkehrsteilnehmer, also der Radfahrer und der Motorradfahrer, hintereinander die alte Kölner Straße in die Richtung befahren haben. Aber den eigentlichen Zusammensturz hat sie leider nicht beobachten können. Das heißt, Sie suchen noch Zeugen im Fall, jemand hier war, vielleicht mit dem Hund spazieren war oder so, dass er sich bei Ihnen meldet? Die Personen, die hier direkt vor Ort waren, die haben wir alle namentlich festgehalten. Da hat sich kein Zeuge ergeben. Die sind alle später dazugekommen und haben Erste-Hilfemaßnahmen eingeleitet oder haben hier vor Ort geholfen, sodass wir keinen weiteren Zeugen ermitteln konnten.